So, nun sind wir im Shoppingcenter angekommen und der Hausmeister scheint auch schon wieder eine neue Aufgabe für uns zu haben. Aber da können wir uns gerade nicht drum kümmern. War das jetzt hier? Ne, da hinten bin ich, glaube ich, gewesen. Ich werde jetzt erstmal nach neuen Sachen gucken. Ne, das war für Pferde. Ich habe gerade eine Orientierung. Es war anscheinend doch hier. Ich schau mal eben nach. Doch, es war doch hier. Okay. Gut. Ich mache das mal eben an. Und dann schauen wir mal eben. Weil ich hatte mir da ganz tolle Sachen rausgesucht. Nee, wir können es ja anders machen. So, also ich wollte mir zwei Röcke auf jeden Fall holen. Weißt du, nee, das ist nicht der schöne Sommerrock. Genau, das ist der doch gewesen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Moment. Nee, weißer Frühlingsrock war das. 553, wobei das trotzdem der gleiche Preis ist, aber der andere war, glaube ich, etwas schöner. Weißer Frühlingsrock, genau, den wollte ich auf jeden Fall haben. Den kaufen wir uns jetzt mal eben. Und dann gibt es noch so einen schwarzen. Was war das jetzt für einer? Oh, der sieht gar nicht so schlecht aus. Das hatte ich. Ach, das ist ab Level 10. Okay, das wollte ich nämlich auch haben, weil das irgendwie, ich finde es cool, gerade so zum Reiten. Aber das ist erst ab Level 10. Das heißt, ich muss dann später nochmal wiederkommen. Da gab es aber noch einen schwarzen Rock. Nee, der war es nicht. Obwohl der auch nicht schlecht aussieht. Der sieht sogar noch besser aus, finde ich. Der sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber man muss ja nicht doppelt kaufen. Ich meine, ich werde ja dann schon einen schwarzen Rock holen. Wo ist der jetzt hin? Hat der das? Nee, das ist ein... Obwohl der sehr schön aussieht, muss ich sagen. Also von der Optik her finde ich den richtig klasse. Er kann halt nur nicht so viel. Das ist das Problem. Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Kann aber auch sein, dass ich den später erst tragen kann. Der hier ist erst ab Level 14. Schade. Das heißt, den muss ich auf jeden Fall später holen. Naja, gut, okay. Dann habe ich noch einen schwarzen Frühlingshut gesehen. Mal gucken, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Sommerbrise. Schwarzer Frühlingshut. Genau. 453. Genau, den nehmen wir auch mit. Warum kann man den? Er ist ab Level 13, okay. Okay, der war ein bisschen besser. Dann nehmen wir den auch noch mit. Und dann hatte ich noch ein Oberteil gesehen. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Das geblümte Sommertop war es, glaube ich. Das müsste am Ende sein oder auch nicht. Ach, es ist immer ein bisschen blöd, die Sachen dann auch wieder zu suchen. Das Dumme ist ja, man kann die nicht als Favoriten irgendwo reinlegen. Das hier finde ich übrigens auch ganz hübsch. So ein bisschen Sailor Moon-mäßig. Aber ja, leider ist es halt komplett ohne Wert. Aber wenn ich als Sailor Moon reiten möchte, dann hole ich mir das vielleicht mal. Moment, schönes. Nee, Sommerleibchen. Das ist wieder was anderes, ne? Geblümtes Sommertop oder rosa Strandbluse war das. Schauen wir nochmal weiter. Das ist auch sehr schön. Aber das hat nicht die Werte, die ich haben will. Das finde ich immer auch sehr schön. Aber das kann ich erst ab Level 11 holen. Oh, ich habe keine Stimme mehr heute. Süßes Leibchen. Ja, ist jetzt doch ganz am Anfang irgendwo, oder? Jetzt habe ich das so schön weitergeklickt, weil ich dachte, das ist am Ende. Rosa Hofshirt. Oha, sieht aber sehr extravagant aus. Das ist cool von der Optik her. Ist auch gar nicht so schlecht, aber erst ab Spieler Level 10.
So, ja, jetzt finde ich es natürlich nicht. Weißer Sommernachtspulli hat die gleichen Werte wie das, was ich eigentlich habe. Ah, Moment. Geblümtes Sommertop, das ist das eine. Das hat nämlich auch die gleichen Werte. Entweder hole ich mir das oder ich hole mir die rosa Strandbluse. Das weiß ich aber nicht. Nee, die scheint noch nicht. Nee, das ist die hier. Ach, die ist erst ab Level 11. Okay, weil die fand ich nämlich auch nicht so schlecht. Ja, sonst würde ich sagen, nehme ich erstmal das geblümte Sommertop. Nehmen wir das mal mit. So. Handschuhe. Ja, wegen Handschuhen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich zwar geguckt, aber ich hatte mir da noch nichts zu aufgeschrieben. Also Handschuhe sollten ja immer reiten, eventuell auch springen und Befehl auf 4 haben. Also reiten Befehl ist sehr, sehr wichtig und springen wäre natürlich auch nicht schlecht. Jetzt habe ich mir weiße Sachen geholt, aber ich glaube, weiße Handschuhe in dem Sinne gibt es jetzt gar nicht, oder? Ah, ja, gut, die wären weiß. Steht zwar hellblau drauf, aber eigentlich sind sie ja weiß. Die anderen sind erst für später. Was habe ich denn eigentlich gerade für Handschuhe? Ich habe alles mit 1. Okay. Gut, dann würde jetzt nicht viel wegfallen. Reiten und Pflege ist natürlich Blödsinn. Ich weiß, ich kann die auch auf weiß einstellen, aber ich gucke dann aber zwischendurch, ob mir nicht noch was anderes vielleicht gefällt. Die finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Aber die haben nur Reiten. Ja, die Werte sind wieder nicht gut. Aber die finde ich von der Optik her halt total geil. Ja, ich schätze, ich muss die von der ersten Seite dann nehmen, diese weißen. 4, 4. 3, 3. Ich guck mal eben von den Werten her. 4, 4. Also da tut sich jetzt auch nicht so wirklich viel, wenn ich jetzt andere nehmen würde. Es sei denn, ich hätte sie jetzt noch schlechter. Das möchte ich natürlich auch nicht. Nee, dann nehmen wir Reiten und Befehl. Dann nehmen wir diese hellen erstmal. Okay, wegen Stiefel habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt vorher. Da habe ich jetzt alles 1. Das ist jetzt natürlich auch nicht so super dolle. Also die Werte, die man eigentlich haben sollte, ist Reiten, eventuell auch Springen auf 4 und Befehl auf jeden Fall auf 4. Reiten und Befehl, ja, das ist schon mal nicht schlecht, wobei die sehen ja irgendwie sehr, boah, die sind ja, die gehen ja gar nicht. Oh. Die Schüchen, naja, die sehen jetzt nicht gerade sehr zum Reiten aus. Die sind gar nicht mal so schlecht, aber die haben beides nicht auf 4. Die sind braun. Jetzt gucke ich hier mal speziell. Also erstmal nach weißen. Die gibt es aber nicht. Die gibt es so klein, aber die sehen nichts aus und die können nichts. Dann gucken wir jetzt mal nach lila. Die können noch weniger, das ist natürlich nicht gut. Rosa vielleicht. Ja, schade, die sehen eigentlich ganz cool aus, aber die können auch nichts. Schwarz. Meine letzte Hoffnung ist, dass es noch schöne, hohe, schwarze Stiefel gibt, die auch was können. 3 und 2 habe ich hier nur. Ich will aber 4, 4. Ja, also mit den Schuhen, da muss ich wohl wirklich entweder super hässlich aussehende holen oder ich weiß es nicht. Die haben 4-4, aber die sehen ja richtig kacke aus, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, die, ja, die sehen irgendwie so nach Winter aus, finde ich. Die sehen so ein bisschen aus wie Gummi. Schuhe. Es ist nicht mehr so reittechnisch. Ich meine, die würden noch gehen, auch wenn es jetzt nicht so die hübschesten sind. Kann man die...
Ja, oder ich nehme hier die braunen. Ich glaube, die braunen sehen gar nicht so schlecht aus. Warme Reitstiefel. Die haben Reiten und Befehl auf 4. Ist da jetzt der... Achso, das ist ein bisschen heller. Okay. Und die sind was dunkler. Ja, nee, ich würde sagen, ich nehme die helleren hier. Das waren jetzt die, ne? Genau. Dann nehme ich die. Okay. Also wir haben jetzt... ja, wir haben im Endeffekt... Alles jetzt? Wir haben jetzt Werte von 19, 11, 18 und 16. Dann ziehe ich jetzt mal eben die anderen Sachen an. Sieht wahrscheinlich jetzt lustig aus, wenn ich mich komplett umgezogen habe. So. Okay, das ist nicht ganz weiß gewesen. Und jetzt haben wir 35, 12. Ja gut, die Pflege ist jetzt nicht so wichtig. 29 und 14. Das ist der Hammer. Also das ist ein Hammerunterschied zu dem, was ich eben hatte, muss ich sagen. Gut, sieht jetzt nicht ganz so doll aus von der Kombination her, aber ich sag mal, ich muss ja damit reiten können. Und ich werde mir auf jeden Fall demnächst noch schönere Sachen holen. Aber ich wollte jetzt erstmal welche haben, mit denen ich halt eben auch schnell und gut reiten kann. Und ich denke mal, damit bin ich ganz gut dran. Ich werde auch noch mal kurz gucken. Ach, das ist eine kurze Hose. Oh Gott, nee. Moment, bei der Hose habe ich, beziehungsweise beim Rock habe ich jetzt 553. Die muss ich auf jeden Fall haben. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist besser als ein Röckchen anzuziehen, wenn ich so eine Hose anziehe. Wobei die ein bisschen komisch aussieht. Das ist jetzt wieder eine kurze. Also so eine blaue Jeanshose finde ich gar nicht so schlecht. Entweder mache ich das so oder ich warte wirklich. Oh Gott. Oder ich warte wirklich bis zum nächsten Level, weil da gibt es ja eine Sesh. Oh, Moment. 553. Die sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Schwarz gesprenkelte Hose. Ich gucke nochmal eben, ob ich noch eine finde, die vielleicht etwas besser aussieht. Oh nee, die sieht noch geiler aus. Oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist auch so eine 553 Hose, aber die sieht komisch aus. Also da möchte ich nur die eine Farbe, wenn, haben. Die geht gar nicht. Die ist irgendwie, aber die geht auch gar nicht von den Werten her. Das ist auch 553, ist aber braun. Mit braun kann ich nichts. Ich meine, so rot ist noch okay. Rot finde ich gar nicht so schlecht. Die weiße, die sieht jetzt nicht so dolle aus. Die war jetzt ab Level 11. Nee, ab Level 10, genau. Wobei die Kombination jetzt wieder komisch ist. Aber die Hose an sich finde ich halt ganz schön. Das ist eher eine Jogginghose, okay. 553, die sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Das sind jetzt so richtige Reiterhosen. Halt auch von innen so gepolstert sind. Ach, das sind die Disco-Hosen. Okay. Also ihr merkt schon, es wird jetzt eine etwas längere Folge hier. Oh Gott, was ist das? Ach du Schande, das sieht aus wie eine Leggings. Steht auch Leggings, ja. Ja, nee, also mangels Alternativen würde ich sagen, dass ich mich entscheiden muss. Oh, nee, die sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber die hat keine guten Werte. Dass ich mich entscheiden muss zwischen dieser schwarzen Hose. Nee, Moment, das ist die gar nicht. Was rede ich denn hier? Hallo? Zwischen dieser blauen Hose, die ich eigentlich okay finde, bis auf die Sache mit den Taschen, die sieht so ein bisschen komisch aus. Die könnte ich auch noch nehmen, wobei die so ein bisschen wie eine Jogginghose aussieht. Das finde ich, sieht jetzt vom Outfit her nicht mehr ganz so gut aus. Und ich bin ja schon so ein bisschen eitel. Also so ein bisschen gut muss es ja doch aussehen. Die rote würde mir eigentlich auch gefallen. Also die würde jetzt gut zum Oberteil passen, muss ich sagen. Obwohl ich ja mehr auf blau stehe, aber... Ach so, nee. Hä? War das nicht so eine gefleckte Hose? Die ist gar nicht mal so schlecht, aber die kann ich leider noch nicht anziehen, noch nicht kaufen. Ich finde das sowieso doof, dass man die nicht kaufen kann, obwohl man das Level schon hat. Also entweder die blaue
Aber ich glaube, da finde ich die rote dann schöner. Nee, ich glaube, da finde ich die rote schöner. Die passt auf jeden Fall gut zum Oberteil. Passt zwar alles überhaupt nicht zu meinen Haaren, aber passt gut zum Oberteil. Ich nehme die jetzt mal einfach. Da muss ich nicht so mit dem Röckchen. Ach, die war das, genau. Soll ich die auch noch mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die auch noch mit. Ich wollte zwar nicht so viel ausgeben, aber ja, irgendwie. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also die Farbe würde jetzt besser passen, auch wegen den Haaren. Weil das Rot beißt dann doch ganz schön. Ich glaube, ich ziehe die jetzt erstmal an. So, okay. Gut, jetzt muss ich aber schnell raus hier, weil ich bin sonst ganz schnell ganz pleite. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Blick eventuell riskieren kann. Ich sehe gerade, oder ich merke gerade, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, um einen Blick zu riskieren. Aber ich gehe mal ganz kurz noch hier rein. Weil da habe ich mich jetzt noch nicht informiert, oder? Doch, ich glaube, ich habe mich schon informiert. Aber die sahen, ja genau, die sahen aber alle so schrecklich aus. Genau. Ich meine, gut, man könnte sie jetzt verbessern. Aber man hat dann so schreckliche Laken irgendwie darunter. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Geschwindigkeit 3, Agilität 2. Oh, entschuldigt. Also ich bin hier echt. Es geht gar nicht mit meiner Stimme gerade. Also die grüne finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die nehme ich auch mit. Anderen sind so klein irgendwie. Ich meine, das ist doch kein Pony. Wobei ich mir jetzt auch noch ein Pony kaufen werde. Ja, die sind schon größer, okay. Na, ja, das wäre dann Disziplin. Was ist das denn für eine? Ist auch Disziplin? Nee, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt Geschwindigkeit und Agilität, also lassen wir auch Geschwindigkeit und Agilität drin, machen es nur noch was besser und kaufen diese Decke. So, die tauschen wir aus. Und den Sattel, da habe ich jetzt Stärke, Geschwindigkeit, Agilität, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Haben die hier auch wenn diese Sattel hier, oh, der ist sehr schick. Der ist zumindest nicht so hässlich wie der, den ich jetzt drauf habe. Okay. Die sehen so ein bisschen nach Kinder aus irgendwie. Aber so ein Pinker wäre cool. Aber von den Werten her tut sich da nicht viel. Also die sind irgendwie alle 1, 3, 2. Was ich mir aufgeschrieben hatte, dass die Geschwindigkeit später auf maximal 3 sein kann. Also was heißt später? Die ist ja jetzt auch schon auf 3. Die Agilität sollte zwischen 2 und 3 sein. Also 3 sind da wohl Spitzenwerte. 3 sind da wohl Spitzenwerte, genau. Ich finde jetzt aber mit meinem Level definitiv keins mit 3. Das ist aber irgendwie sehr schick. Ich liebe Western. Also Westernreiten. Ich weiß nicht, was besser aussehen würde. Oder so ein grüner. Nee, der hat schlechtere Werte. Der gefällt mir, weil er ein bisschen Pink drin hat, wenn ich jetzt ehrlich bin. Auch wenn man das nicht sieht, wenn man drauf sitzt. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der sieht ja mal krass aus. Ich habe hier oben, habe ich doch eben einen Sattel gehabt. War der das jetzt?
Der war so richtig dunkel. Der sah aber auch gleichzeitig ziemlich edel aus. Trainingssattel. Naja, im Training bin ich jetzt nicht mehr so wirklich. Jetzt finde ich den nicht mehr. Der war das doch nicht. Das war nämlich auch ein Western-Sattel. Also der hier. Ach so, und das ist der mit dem Pinken drin. Nee, dann bin ich jetzt irgendwie an dem vorbei, glaube ich. Nachtschwarzer Sattel. Der ist aber irgendwie... Ich glaube, der ist irgendwie ganz cool. Ah, ich glaube, ich nehme den. Ah, nee, ich kann den nicht nehmen. Der ist zwar... Ja, die falschen Werte. Okay. Nee, dann würde ich sagen, nehme ich den Western-Sattel. Der hier. 1-3-2. War's richtig, ne? Ja, Stärke, Geschwindigkeit, Agilität. Ja, okay. Gut, nehme ich den, weil er halt besser aussieht als dieses komische Ding, was ich da jetzt gerade trage. Die Trense. Habe ich alles mit plus 1. Werde ich wahrscheinlich... Ja, alles mit plus 1. Moment. Ah ne, Pflege ist gar nicht drin. Stärke, Geschwindigkeit, Disziplin, Agilität. Trense sollte maximal, also beziehungsweise das ist ein Muss, Geschwindigkeit 3, Stärke 3 und Agilität haben. Das heißt, 3 davon muss ich auf jeden Fall haben. Werde ich aber wohl nicht kriegen. Zumindest nicht auf dem Level, was jetzt für mich freigeschaltet ist, so wie es aussieht. Da sind alles nur die Zweier drin. Ja, das ist alles plus 1. Das bringt mir natürlich auch nicht allzu viel. Ist auch wieder nur plus 1, obwohl das sehr schön aussieht mit dem Braun, muss ich sagen. Plus 3, plus 3. Was ist denn mit denen? Naja, selbst die roten sind nur plus 3. Okay. Also beziehungsweise sind zweimal nur plus 3, das meine ich. Ja, alles plus 1 bringt mir nicht viel. Tja. Jetzt mal zum letzten. Das müssen doch normalerweise die besten sein. Sind es aber nicht. Ja. Falls ihr eventuell wisst, wo es dieses Zaumzeug gibt. Ich meine, ich mache jetzt hier auch nur stichprobenartig, dass ich hier mal so drauf halte. Dieses Zaumzeug, wo man, also sprich die Trense, wo man Geschwindigkeit 3 hat, Stärke am besten 3 und Agilität auch noch drin hat, also diese Dreier-Kombi, dann sagt es mir doch, beziehungsweise schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich befürchte nämlich, dass ich das wahrscheinlich hier im Shopping-Center nicht kriegen werde. Vielleicht gibt es das ja auch später erst durch eine Quest oder so. Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Weil ich jetzt so im Moment leider nicht mehr viel für mein Pferd tun kann. Was auch ein bisschen blöd ist, dass ich ja jetzt noch auf Shoppingtour gehe wegen neuen Pferden. Und dementsprechend, nee, das war nicht die Tür. Dementsprechend, ach nee, das war das Café, okay. Dementsprechend eigentlich auch noch Sattel für die anderen, beziehungsweise eine Kombi für die anderen Tiere bräuchte. Aber gut, das geht im Moment nicht. Ja, mein Schätzchen sieht aber echt gut aus. So, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal auf zu den einzelnen Stationen und dann schalte ich euch noch kurz hinzu, wenn es denn heißt, dass ich mir ein paar neue Pferde kaufe. Bis dann. So, die erste Station ist hier in Fort Pinta. Und zwar, ich habe lange überlegt, ob ich
den Schwarzen da hinten holen soll, der ziemlich agil aussieht und ja, wie ein richtiges Rennen fährt, oder ob ich den hier vorne holen soll. Jetzt, wo ich davor stehe, bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig sicher. Wenn ich mir den angucke, der hat unheimlich süße Augen, finde ich. Also das englische Vollblut, er hat so... Ich bin der Schönste. Ich kann mit den Augen zwinkern. So richtig süß irgendwie. Hat 12003. Das sind genau die gleichen Werte, wie das Pferd hier vorne hat. Das arabische Vollblut. Er guckt auch so süß, finde ich. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wen ich jetzt von beiden nehmen soll. Er hat jetzt die Einschränkung mit Level 10. Okay, da müsste ich später dann nochmal wiederkommen. Aber er sieht halt wirklich aus wie ein Rennpferd. Und ich denke mal, er bewegt sich dann auch dementsprechend wie ein Rennpferd. Aber, was bist du eigentlich? Ach so, ein Araber Pinto. Okay, hat die gleichen Werte. Finde ich jetzt aber nicht so schön, weil ich immer schon einen schwarzen haben wollte. Also ich denke mal, dass ich jetzt hier dieses englische Vollblut holen werde. Doch, 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 ich werde dich jetzt kaufen. So. Es ist ein Schwarzer. Also nennen wir dich. Ist hier Black drin? Nee. Schade, Black wäre natürlich absolut brillant jetzt dafür. Cookie passt zu dem Kleinen. Ich hoffe, das kann ich gleich noch nehmen. Dragon? Naja, die sind nicht Dragon. Emerald. Faith. Faith ist die Hoffnung. Das ist natürlich nicht schlecht. Warum haben die kein Black? Weil das würde jetzt super gut passen. Midnight. Midnight ist auch nicht schlecht. Midnight. Midnight Champion vielleicht, weil das soll eigentlich ein Reittier werden. Champion. Ich gucke nochmal eben nach. Destiny. Midnight Dream. Das hört sich alles so schön an. Midnight Galaxy. Midnight Girl. Genau. Also sieht zwar eher nach einem Junge, wollte ich gerade schon sagen, aus. Midnight Jewel? Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Midnight Jewel. Jewel gefällt mir bisher eigentlich noch am besten. Midnight Moon. Mitternachtsmond. Ja, also die Kombination ist ein bisschen komisch, ne? Midnight Jewel. Princess gibt es auch noch. Aber wir haben ja schon eine Princess. Twilight ist natürlich auch nicht schlecht, aber so die Kombination ist natürlich Midnight Wings. Midnight Witch. Mitternachtshexe. Das hört sich aber irgendwie komisch an, finde ich. Also ich liebe irgendwas, was mit Witch dabei ist. Aber ich denke mal, ich werde bei Midnight Jewel bleiben. Midnight Jewel. Ja, doch. Ich nenne dich so. Wir haben noch ein neues Pferd gekauft. Und damit hören wir jetzt auch nicht auf. Wie lange willst du mein Pferd zum Stall bringen? Ah, ich dachte gerade schon. So. Habe ich dich eigentlich hier aus der Ecke gekauft? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal gucken. Ach nee, zu dir wollte ich gar nicht. Warum laufe ich denn jetzt zu dir? Ich wollte mir noch ein Pony holen, damit ich auch endlich mal mit den Ponyrennen mitmachen kann. Wobei ich glaube, da gibt es nur eins von. Aber naja, man wird ja dann größenwahnsinnig, wenn man dann so viele Star-Coins hat. So, das finde ich sehr süß irgendwie, dieses Assateague-Pony oder wie es ausgesprochen wird. Ich finde die Augenfarbe davon, die finde ich unheimlich niedlich. Also diese ganze Fleckigkeit, sage ich mal. Ist auch sehr gut zum Springen geeignet wohl. Und ich bin echt schon gespannt, was ich damit erreichen kann. So, es ist sehr fleckig, genau. Ich würde... Cake ist auch nicht schlecht, aber irgendwas mit Cookie wäre nicht schlecht. Jetzt weiß ich wohl nicht. Cookie hatten wir im ersten drin, oder? Nee, doch.
Da. Cookie. Kann man, glaube ich, nicht im zweiten holen, oder? Doch, kann man auch. Cookie. Weil als zweites hört sich das natürlich Crazy Cookie vielleicht. Chaos Cookie. Chaos Cookie würde gar nicht mal so schlecht passen, glaube ich. So vom Aussehen her. Baby Cookie. Baby Keks. Naja, gut, der Name. Aber Baby Angel. Aber naja. Ich glaube, Chaos Cookie ist nicht. Irgendwie habe ich mich jetzt in dieses Chaos verguckt. Chaos Cookie. Ich glaube, das passt nicht schlecht. Ja, ich nenne es Chaos Cookie. Und wir haben noch ein neues Pferd. Diesmal ein Pony. Wie schön, wie schön, wie schön. Das andere Pferd, was ich mir noch holen möchte, kann ich leider, leider, leider noch nicht holen, weil das ist erst ab Level 12. Aber ich werde auf jeden Fall gucken. Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich noch so gut wie es geht mich selber level. Also das nächste wäre dann ja Level 10, was ich erstmal holen würde, aber da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Also gerade haben wir ja einen guten Sprung gemacht und wenn wir jetzt noch gut weiter questen, dann wird es, denke ich mal, auch nicht mehr so lange dauern, bis wir dann auf Level 12 kommen, hoffe ich zumindest, damit ich endlich dieses wahnsinns schöne Pferd holen kann. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall auch. Ja, bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, ciao!